Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unexplored. Bin letztes Mal extra so früh gestorben, damit ich im neuen Video gleich eine neue Episode anfangen kann. Natürlich, warum auch sonst? Liegt ja nicht daran, dass ich schlecht bin oder so? Nein, das hat alles System. Das seht ihr noch nicht. Genug geblödelt, dann starten wir mal einen neuen Run. So, diesmal als Magier bitte wieder. Ich würde gerne mal den Warrior freischalten. Und auch die anderen. Ich habe immer noch erst drei Klassen freigeschaltet. Nach über 80 Videos. Barbarian könnte auch ganz interessant werden, glaube ich. Aber ich bin ja schon mit den Klassen überfordert. Ach ja, bevor wir jetzt starten, möchte ich noch mal kurz was sagen. Wenn euch auffällt, dass ich irgendwas falsch mache oder irgendwie einen Tipp für mich habt oder ich irgendwas übersehe, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich darauf hinweist. Ich habe damit kein Problem, ich bin dann auch nicht eingeschnappt oder so, denn ich will ja besser werden und das bedeutet lernen. Und lernen kann ich nur, wenn mir auch irgendwer mal hilft. Wenn mir vielleicht nicht mehr so sehr zu helfen ist, aber naja, das ist wieder ein anderes Thema. So, zwei Rationen. Ich kaufe noch zwei Rationen und ich habe hier zwei Recharge-Rollen. Moment, wie teuer ist die? 25 Gold kostet eine. Ja, komm, eine. Wir haben so viel Gold, warum nicht? Dann mal auf. Enter Dungeon. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt am besten mit den Büchern mache. Ich glaube, wenn ich sehe, dass ein Buch irgendwie alt ist oder so, dann lese ich es nicht vor. Und wenn da mal ein neues auftaucht, Entschuldigung, dann werde ich das wohl vorlesen. Aber das, ob ich das alles noch weiß und so. Ach ja, da ist ein voller Geschütztürm. Du bist für Schalter für Geschütztürm. Das ist schon mal super. Dann gehe ich doch mal hier wieder runter. Haha. Deaktiviert und so. Auch nicht so eine blöde Eisfledermaus. Ich mag dich nicht. Geh weg. Wieso kommt da jetzt schon sowas angeflogen? Ah, das lässt ja wieder mal wieder hoffen. Wie schlimm kann das schon werden? Ah, da sind wir wieder bei... Oh mein Gott, jetzt fängt das wieder an. Berühmte letzte Worte und so. Die Fledermaus ist auch ein bisschen verwirrt. Die fliegt irgendwie gegen alle Wände. Aber hey, ich will mich nicht beschweren, dass sie mich nicht direkt verfolgt und so. Also, so weit kommt's noch. Was haben wir hier? Da ist eine Wand, da ist wieder so ein oller Altar. Ein Altar ist da. So, Pieks. Ich verstehe das nicht, warum hat er mich nicht bemerkt? Die drehen sich doch sonst immer sofort um. Fragen über Fragen, also ja, da unten kann ich schon mal nicht rein. Dafür brauchen wir einen Schalter. Da ist wieder so eine Mini-Fledermaus, wo auch immer die jetzt wegkommt. Also ich habe die da nicht gesehen. Aua, Käfer. Verdammter Käfer. Oh mein Gott, ich muss mal kurz pausieren. Und mich muten. Ich habe gerade eine Runde genießt und ich wollte euch nicht das Gehör sprengen. Bin ich nicht nett? So, ach ja, immun. Genau, da war ja was. Ah, du Blöder. Oh, also in manchen Kombinationen, Konstellationen mit den Klassen hier sind diese Käfer echt sowas von nervig. Das geht ja gar nicht. Hier, den Schalter hätte ich fast übersehen. Haha. Haha und so, ne? Da haben wir wieder eine olle Fledermaus. Ja, danke. Hier sind jede Menge Schalter. Damit kann ich auch jede Menge Türen öffnen. Und was haben wir hier oben? Jede Menge Blut. Ja, okay. Ja, ich meine, das Grün sieht für mich wie deaktiviert aus. Ich weiß auch nicht warum. Das müsste mehr leuchten. Da geht's runter. Nein, da wollen wir noch nicht hin, glaube ich. Da opfern möchte ich auch nichts.
Ich möchte jetzt erstmal da unten in den Raum schauen, wenn das denn bitte möglich wäre. Danke. Ja, schön. Kiste, super. Kiste mit... Naja. Ja, komm, zweiten Dolch für einen Notfall. Notfalldolch quasi. Ja, das war die Tür wieder. Okay. Vase. Nein, ich wollte den Schalter nicht betätigen. Danke. Das scheint hier auf der ersten Ebene alles gewesen zu sein. Dann würde ich doch mal sagen, ich schaue noch mal kurz hier. Ich mache noch mal die Karte groß. Aber ja, einzige, wo noch vielleicht was sein könnte, wäre vielleicht hier in dieser Ecke. Aber ich habe da nichts gesehen. Und ich laufe da jetzt nicht noch mal zurück und laufe da alles ab. Ja, ich müsste ein bisschen langsamer vorgehen und mehr noch so die Level erkunden. Ich komme dann immer in Hektik, wenn ich irgendwie auf starke Gegner treffe und laufe dann sofort weiter. Aber das hilft mir ja auch nicht, wenn ich einfach die Treppen runterrenne, weil dann werden die Gegner mit der Zeit so stark und ich weiß auch gar nicht, wie tief es letztendlich runtergeht. The Lesser Point kommt jetzt. Das ist ja ein toller Lesser Point. Fackel, eine Fackel. Na super, ich hätte gern noch ein paar andere Fackeln. Danke, da ist ein Buch, was steht da? Ja, wieder mit den Sprites. Das brauche ich auch nicht wegpacken, das Buch. So, was haben wir hier? Da ist noch eine Schriftrolle und ein Buch. Beds and dungeons go together like a horse and carriage. But I have never ever ever seen a bed that is quite so huge. It's really monstrous and it sprays some awful smelling acid. Now let's see if this scroll of protect gear works as it elf says it does. It was a real bargain. Ach so, diese Säurefledermaus. Moment, dann müsste diese Schriftrolle ja da mich vor Korrosion schützen. Protect gear, ja, ja, okay, den Dolch. Hätte ich vielleicht was anderes nehmen sollen. Mit dem Dolch komme ich irgendwie nicht so weit. So, ach, ihr haut ab bei Licht. Ach ja, genau. Okay, dann mache ich da mal Licht. Was haben wir hier? Musket, Level 3. Ja, das kopiere ich da mal rein. Warum nicht? Komme ich da durch? Nein, das sah so ein bisschen, sah es verdächtig aus. Ich muss jetzt wirklich auf meine Fackel achten. Celine's Field Report. Ja, Triangular. Upper Delphs Level 4. Ja, nehme ich auch mal mit. Einfach aus dem Grund, vielleicht gibt es ja hier wieder. Ja, hier gibt es wieder Abzweigungen. Halleluja. Hier haben wir schon mal ein paar Sprites wieder. Ja, was mache ich denn? Ich benutze jetzt einfach die Potion. Incineration, natürlich. Natürlich. Ich meine, hey. Was auch sonst. Ich dachte eigentlich, ich könnte ja jetzt die Flask nehmen und mir hier so ein... Was? Ach da. Dann nehme ich mal so ein Sprite, dann habe ich mehr Licht. Dann bin ich eine ganz tolle Leuchte. Oh Gott, das ist aber nicht allzu viel Licht. Also... The lake filled with water poisonous fumes. Ja, schön. Gift ist in diesem Spiel wirklich mit das Schlimmste. Jetzt, wo ich aber hier so einen Leuchtkäfer in der Flasche habe, werde ich mich vielleicht noch mal ein bisschen hier umschauen, so ansatzweise. Ich weiß... Monstrous Bed. Nein, 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 nein. Nicht mit einem blöden Dolch. Nicht mit einem blöden Dolch. Ich laufe jetzt hier einfach durch zur Treppe und gehe runter. Ja, ich habe die ganze Ecke da nicht erkundet, aber mir klebt jetzt diese Fledermaus am Arsch. Und da habe ich keinen Bock drauf. Danke. So, jetzt kann ich wieder den ollen Zauberstab nehmen. Ich nehme den Schild lieber. Ich habe nur noch 2 Rationen, von daher lieber ein bisschen vorsichtig vorgehen. Schlüssel. Okay, hier haben wir wieder... Der Schlüssel könnte für das hier sein. Gift. Dieses Spiel will mich fertig machen. Das ist doch... Das kann es nur sein. Ja, jetzt springt ihr mal alle schön. So. Genau, ich mache euch jetzt mal alle hier platt, oder? Ja, warum nicht?
Vielleicht gehe ich dann da ja nochmal zurück, deswegen vorsichtshalber mal alles erledigen. Alles töten! Yuck! What was that sticky stuff? I walked into face first. Into face first? Ach so, mit dem Gesicht zuerst. Reminds me of my garden in autumn, only more so. Ja, schön. Das brauche ich jetzt nicht wirklich mitnehmen. Da ist wieder Gift. Da ist auch jede Menge von diesem Zeug. Das ist... Ja, ja toll, jetzt muss ich hier durch. Das ist halt... Salpeter. Hallo Peter. Hallo Salpeter. Gott, was ist das denn hier? Hört das denn gar nicht auf? Wieso? Und warum und überhaupt? Ja, genau. Jetzt hat er... Wieso hat er denn... Ach, verdammt. Ich war im tiefen Wasser, oder? Ich war im tiefen Wasser. Und im tiefen Wasser nimmt da ja keiner Tränke. Momentan läuft's nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil ich das hier wieder aktiviert habe. Das kann gut sein, aber ich mache jetzt hier weiter. Ich habe jetzt... Nee, ich lasse das jetzt so. Ich mache das noch ein paar Episoden so und wenn ich sehe, oh, ich sterbe immer sofort, dann werde ich das mal wieder ändern. Und ich komm, ich nehme jetzt hier nochmal Zauberer. Das kann doch nicht sein. Dann habe ich so viel Gold rausgehauen für zwei Level waren es, glaube ich. Bei Ration, ja, Recharge bitte, da waren es noch knapp 600. Und los. Los geht's. Cycling Level Generation in Progress. Manchmal muss er aber echt lange überlegen. The Mines of Stones. Level 1. Juhu. Mein Lieblingslevel. Warum nur? Was haben wir hier? Anno 1260. Ja, schön. Die Tür ist verriegelt. Die da ist auch verriegelt. So, Moment, ihr geht bestimmt an, wenn der Typ da oben was macht, ja? Ja, ich befürchte es. Ich werfe hier mal kurz einen Blick rein. Ich suche jetzt erstmal einen Schalter. Vielleicht finde ich ja einen Schalter. Was bist du denn für ein Schalter? Das sehe ich gar nicht von hier. Das ist ein bisschen doof. Licht, Licht. Ein Licht, verdammt. Hier geht es ein Trank. Da ist ein Schalter für eine Tür. Der ist für diese Tür. Ja, toll. Ja, toll. Und jetzt? Jetzt muss ich da oben lang, oder wie? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Nein, ich will einfach nur... Ich komme hier nicht durch. Also Moment mal, ja? Also... Hä? Habe ich da irgendwas übersehen an der Seite? Und er spießt mich auf, danke. Wollte immer schon mal aufgespießt werden. Nein, nein, bloß nicht. Hier, ach, hier, ich kann hier durch. Ja, da sehe ich es natürlich nicht. Und an anderen Stellen, da denke ich, könnte ich und da kann ich es nicht. Turret deaktiviert, ja, wunderbar. Dann kann ich nämlich gleich erstmal schauen, was sich... Moment. Nein, ihr seid aktiviert. Ja, toll. Hätte ich das bloß mal zuerst gesehen. Euch nehme ich, mache ich hier mal platt. Ich erstech die Eier. So. Da ist eine Tür, die ist verriegelt. Das ist ja echt doof. Hier ist ein Schalter, um eine Tür zu öffnen. Das ist ja echt super. Ach ja. Ja, ich gucke jetzt erstmal hier links. Aber ich glaube, das geht hier nur einmal so in eine Runde, oder? Ja, hier geht's nicht weiter. Und da geht's nicht durch. Da geht's durch. Haha. Kolben. Ja. Warum nicht? Komme ich hier durch? Nein. Warum sollte ich auch? Dann komme ich nur wieder dahin, von wo ich kam. Schalter. Ja, immerhin scheint es hier doch irgendwie richtig gewesen zu sein. Oh, Ameisen.
Besenameisen. Aua. Ja, ihr blöden. Aktion nehmen. Gott. Jede Menge Schalter für Türen. Das heißt jetzt also, na, nach oben will ich nicht, weil da geht's nur wieder hoch. Kann ich auch gar nicht, weil ich bin auf Level 1. Warum kann ich das nicht? Dann kann ich einfach rausgehen und sagen, ich bin durch. Ich klaue mir von irgendwem Gameplay und vertone das dann. Genau. Nein, Quatsch. Sowas mache ich nicht. Zauberstab, Skills und Potion. Was macht denn der Zauberstab? Icicles, die sind gar nicht mal so schwach. Also die haben die Spinnenkönigin in Rekordzeit gekillt. Magic Missiles, ja, +1, +1 nehme ich erstmal so für normale Gegner. Und ich würde mir doch kein Gameplay von irgendwem klauen. Wäre mir doch viel zu... Kann ich ja gar nicht mehr in den Spiegel gucken. Schalter für Tür, Flammen, brennen. Oh Gott, war das knapp. Ja, hallo, ich würde gerne irgendwie... Och nö, jetzt kommen wir nicht wieder mit Descent hier. Oder Protect Gear. Kurzschwert, ja, dann nehme ich auch das Kurzschwert. Ich komme hier nicht raus. Ich komme, aber es gibt hier auch sonst keinen Weg, glaube ich. Nö. Ja, dann hilft mir ja nur noch Pray for Help, oder? Du musst schnell. Teleportier dich, bevor du brennst. Oder mach die Tür auf. Irgendwas. Es sieht so aus, als ob da oben rechts noch was ist. Die Frage ist jetzt nur an der Stelle... Moment, hier ist die Tür auch aufgegangen. Ja, da war doch was. Da ist ein Schalter, der ist wieder für... Nee, Moment, hier war ich doch. Hier ist die Kiste auf. Ja, ich dachte erst, da kommt man irgendwie nach oben dahin, aber nee. Natürlich nicht. Ich gehe dann mal wieder hier unten lang. Und hier nicht hoch. Ja, jetzt muss ich da ganz wieder rum. Das kostet doch alles Zeit. So, hier noch ein Stück hoch. Nein. Hä? Moment, wofür war denn jetzt die Tür? Okay, war da denn noch eine Tür? Hatte ich den Schalter noch nicht betätigt? Ich bin verwirrt. Ach, ich laufe hier auch komplett falsch. Dabei dachte ich erst, ich wäre falsch. Nein, das war sogar richtig. So. Da komme ich so nicht hin. Also... Hier geht's durch. Warum habe ich denn vielleicht eine Geheimtür? Aha, Tatsache. Tatsache. Tür öffnen. Da ist eine Falle. Oh Gott. Ja. Hallo. Ameisen. Hallo Riesenameisen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um euch hier und um eure Eier. Aua. Ration nehmen. Ja, ich habe ja hier mittlerweile ein Schwert. Gut, dass ich mir sowas, aua, auch merke. Wird mir das aber schon wieder alles ein bisschen zu eng. Eine Axt. Ja, okay. Moment. Kann ich das tragen? Ja, die Axt aber nicht. 12 Slashing. Ja, wäre ganz nett, aber mir fehlt da einfach die Stärke für. Noch für die Tür. Okay. Dann muss ich gleich schon meine letzte Ration nehmen. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Das gefällt mir ja ganz und gar nicht. Die Tür ist offen. Die soll auch offen bleiben. Aber wo geht das denn? Moment.
Doch, das muss ja hier weitergehen. Wo soll denn das hier bitte weitergehen? Was ist das bitte für ein erster Level überhaupt? Ja. Ne? Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Was bist du? Das ist für ein Geschützturm, nicht Türm. Verdammt nochmal. Ich bin sprach- und ratlos. Vermutlich habe ich hier irgendwo so einen geheimen Durchgang übersehen. Das könnte sein, aber ich bin, ja, ich muss ja irgendwas übersehen haben, weil irgendwo muss es dann ja auch wieder weitergehen. Würde ich mal behaupten. Was heißt, würde ich mal behaupten? Das muss es definitiv. Aber ich habe das eigentlich alles aufgedeckt. Geht hier nirgendwo runter. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall schauen wir uns das im nächsten Video nochmal genauer an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben. Ich freue mich riesig drüber und schreibt einen Kommentar. Das war es erstmal wieder von mir und hoffentlich bis bald.